Frohbotschaft ist Heilsbotschaft. Mit Gott Vertrauen und Freude an der Verkündigung und unserer Berufung können wir die heilende Stimme Gottes in die Welt tragen. Um diese Freude und Begeisterung bitten wir und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schon seit einigen Jahren erhalten viele von uns unerwünschte Telefonanrufe. Dabei kann es sich um Werbung, um betrügerische oder auch um schockierende Anrufe zur finanziellen Ausbeutung handeln. Deshalb gehen viele von uns mit Vorbehalt ans Telefon, wenn wir eine unterdrückte oder unbekannte Nummer auf dem Display sehen. Darum merke ich, dass manche am Telefon zunächst nicht sehr freundlich klingen. Statt des üblichen Hallo oder des Namens fragen viele: Wer bitte? Wer ist da? Oder so ähnlich. Erst wenn man den Anrufer erkannt hat, verhält man sich normal. Ja, manche haben bei solchen Anrufen schlimme, teilweise sogar gefährliche Situationen erlebt. So nehme auch ich immer wieder Menschen wahr, die Angst haben, in eine unangenehme Situation zu geraten. Gerade im Zeitalter von Fake News und Deepfake, Betrug mit künstlicher Intelligenz, ist es wichtig, zunächst vorsichtig zu sein und auch sogar solche Fragen zu stellen. Schauen wir auf unser heutiges Evangelium. Die Priester und die Leviten stellten Johannes den Täufer viele Fragen. Wer bist du? Warum taufst du, wenn du nicht der Messias bist? Ihre Zweifel und Fragen sind historisch begründet. Schon viele waren in der Geschichte Israels aufgetreten und haben sich als Propheten und Messias bezeichnet. Viele wollten nur Menschen ausbeuten und an die Macht kommen. Also, auch damals gab es schon Fake-Propheten und sogenannte Retter. Deshalb stellten sie das Werk des Teufels in Frage. Ja, es ist nicht falsch, solche Fragen zu stellen, denn wichtig ist, allein die Gewissheit zu haben, dass der, der vor uns steht, derjenige ist, für den es sich ausgibt. Leider leben wir in einer Zeit, in der falsche Propheten und falsche Propagandisten Religion und Spiritualität für ihre Zwecke missbrauchen. Der Name Gottes wird nicht nur für Macht und Positionen missbraucht, sondern auch für Terrorismus, um Menschen zu erniedrigen oder gar zu töten. Viele meinen, sie hätten die Macht, das alles zu tun. Das ist nicht gut. Nein, das ist sogar bösartig. Deshalb müssen auch wir als Glaubensgemeinschaft Verdächtiges hinterfragen, um Schlimmes verhindern zu können. Christus und sein Wort sind die Mittel, um die Wahrheit zu finden. Denn Christus ist die Wahrheit. Gestärkt durch ihn wollen wir offen fragen und nach aufrichtigen Antworten suchen. Gott führe uns in das Licht des Wortes und segne uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.